Lege dich auf den Rücken. Wir kommen zu den Bauchmuskelübungen, Navasana. Stelle deine Füße so dicht wie möglich an dein Gesäß. Hebe deinen Oberkörper und presse den unteren Rücken fest in den Mattenboden. Mit der Ausatmung drückst du deine Handflächen senkrecht nach vorne. Mit der Einatmung kommst du langsam zurück. Ausatmen nach vorne, einatmen zurück. Führe die Übung in deinem eigenen Atemrhythmus weiter. Schließe deine Augen und versuche langsame und bewusste Bewegungen zu machen. Achte darauf, dass du die Kraft aus der Bauchmuskulatur nimmst und dein unterer Rücken fest im Mattenboden bleibt. Lege jetzt deine Hände um deine Knie und ziehe die Beine geöffnet zum Brustkorb. Genieße für einen Moment die Entspannung und spüre deinen unteren Rücken fest im Mattenboden. Stelle deine Beine wieder auf, lege deine linke Hand auf deine rechte und drücke jetzt die Hände mit der Ausatmung seitlich an deinen rechten Oberschenkel vorbei. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, komme nach vorne. Spüre in deine seitliche Bauchmuskulatur und atme tief. Wechsle die Seite, lege die rechte Hand auf deine linke und drücke die Hände seitlich an deinem linken Oberschenkel vorbei. Ausatmen nach vorne. Einatmen, zurück zur Mitte. Ziehe die Knie wieder zu dir heran und genieße die kurze Entspannung. Stelle deine Füße wieder auf, öffne die Beine, lege die rechte Hand auf deine linke und drücke mit der Ausatmung deine Hände zwischen deinen Beinen nach vorne. Einatmen, zurück, ausatmen, nach vorne. Wenn du dich noch etwas mehr fordern möchtest, kannst du die Füße auch 2 bis 3 cm vom Boden abheben. Wechsle die Seite, lege die linke Hand auf die rechte und führe die Übung fort. Ziehe wieder die Knie zu dir heran und entspanne für einen Moment. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Bauchmuskulatur und atme tief. Bringe deine Beine angewinkelt nach oben, sodass die Waden parallel zum Boden zeigen und drücke deine Hände mit der Ausatmung wieder seitlich an deinen Beinen vorbei. Ausatmen nach vorne. Einatmen, zurück. Versuche mit jeder Ausatmung deinen Oberkörper noch ein Stückchen weiter nach oben zu bringen. Komme wieder in die Entspannungshaltung und spüre die Sonne in dir. Strecke deine Beine leicht angewinkelt nach oben, lege die Hände seitlich an deinen Kopf, strecke mit der Ausatmung dein linkes Bein nach vorne und unten, während deine rechten Fingerspitzen zu deinen linken Zehen ziehen. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, wechsle die Seite.
Achte darauf, dass dein unterer Rücken sich nicht vom matten Boden löst. Das jeweils gestreckte Bein bleibt ein paar Zentimeter über dem Boden und wird nicht abgelegt. Ausatmen, strecke dich nach vorne. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, strecke dich zur anderen Seite. Komme wieder in die Entspannungshaltung und lasse deinen Atem frei fließen. Strecke deine Beine nach oben. Lege den linken Fuß über den rechten, bringe die Hände zum Kopf und hebe nun mit jeder Ausatmung dein Gesäß leicht vom Boden ab. Einatmen, senken, ausatmen, heben. Wechsel die Seite, lege den rechten Fuß über den linken und wiederhole die Übung. Einatmen, senken, ausatmen, heben. Versuche mit jeder Ausatmung dein Gesäß noch etwas mehr vom Boden abzuheben. Schenke dir ein inneres Lächeln, auch und gerade dann, wenn es anstrengend wird. Genieße eine kurze Entspannung, bevor wir zum letzten Teil dieser Übung kommen. Hebe deinen Oberkörper und strecke deine Hände seitlich mit den Handflächen nach oben an deinen Beinen vorbei. Deine Füße sind vom Boden gelöst, deine Oberschenkel senkrecht zur Matte. Halte die Stellung und atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Genieße die Kraft in dir. Achte auf deinen unteren Rücken. Sollte er sich vom matten Boden lösen, musst du mit deinem Oberkörper noch etwas weiter nach oben kommen. Für einen beschwerdefreien Rücken und eine gesunde Körperhaltung ist es wichtig, dass Bauch- und Rückenmuskulatur gleichmäßig aufgebaut werden. Strecke beide Arme nun seitlich an deinen rechten Oberschenkel vorbei, Handflächen zeigen weiter nach oben. Versuche beide Schultern vom matten Boden zu lösen. Wechsel jetzt zur linken Seite und atme tief.
und noch einmal zur Mitte. Spüre noch einmal ganz bewusst in deine Bauchmuskulatur und komme wieder in die Entspannungshaltung. Schenke dir dein wärmstes Lächeln und lasse deinen Atem frei fließen. Strecke deine Beine wieder aus, genieße die Rückenentspannungslage und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Bauchmuskulatur.